Hallo zusammen. Bevor wir zum eigentlichen Thema kommen, noch mal kurz eine Auswertung zum vorherigen Video. Es sind jetzt ein paar Tage vergangen und das ganze Wasser ist raus, kein Eis mehr. Hier war auch besonders viel Wasser, auch gar nichts mehr, alles trocken. Ja, letzten Mal hatten wir es ja nicht geschafft, hier oben auch das Eis zu entfernen. Ich denke, man hört es schon. Es ist ultra glatt hier oben. Eigentlich werden hier keine Schweißbahnen gelegt. Das heißt, ist jetzt nur für uns und für die Handwerker blöd, wenn hier Eis ist. Aber bedeutet jetzt keinen Baustopp oder bedeutet nicht, dass irgendein Handwerker nicht arbeiten kann. Ist halt kacke. Aber ist nicht tragisch. Die erste Frage, die sich dir stellen wird, ist, warum beginnt ihr jetzt schon mit dem Spitzboden? Naja, wenn der Innenausbau einmal begonnen hat, dann haben wir nur noch die Größe der Dachluke, sag ich mal, um nach oben auf den Spitzboden zu kommen. Dementsprechend klein müssen dann auch die Materialien sein, die wir benutzen für das Abbrettern. Durch die größeren Formate verringert sich dann auch die Anzahl der Materialien, die auf Stoß liegen, sag ich mal. Und natürlich macht man auch einen viel schnelleren Fortschritt im Bau einfach, wenn man größere Teile verwendet. Der nutzbare Spitzboden als Lagerfläche zum Beispiel ist nicht Bestandteil des Vertrags mit Town & Country. Das bedeutet für uns, dass wir das Ganze in Eigenleistung machen, aber auch, dass die ganzen statischen Berechnungen und Berechnungen zum Schall- und Dämmschutz und Taupunktberechnung und die Konstruktion, die wir da jetzt bauen, nicht mit berücksichtigen. Diese ganzen Punkte sollten wir auf jeden Fall bei der Planung berücksichtigen. Wir können zum Beispiel die Unterkonstruktion und die Abbretterung selbst so auslegen, dass überall große Fugen sind, dass der Dachstuhl und das Haus generell arbeiten kann, ohne dass wir das Ganze beeinflussen. Wir können dafür sorgen, dass wir keine ruhenden Luftmassen zwischen den Schichten haben, was wiederum einen Dämmwert hätte. Das heißt, wir bauen das Ganze so, dass das zusammen mit der Unterspannbahn vom Dach mit hinterlüftet wird. Und dann sollte das Ganze auch keine Verschiebung des Taupunkts zum Beispiel mit sich bringen. Noch eine kleine Information, die man im Hinterkopf behalten könnte. USB-Platten werden auch als Dampfbremse bzw. Sperre benutzt. Nun nochmal aus dieser Perspektive, einfach mal um die Arbeiten zu verdeutlichen und die Entscheidung nachvollziehen zu können. Ihr könnt sehen, die Zimmerer haben uns schon die Entscheidung abgenommen, ob wir eine Unterkonstruktion bauen oder nicht, denn sie haben hier in der Mitte noch so eine Verstrebung gebaut. Was an sich nicht so wild ist, denn unsere Sparren und auch dementsprechend die Kehlbalken haben so einen großen und unregelmäßigen Abstand, dass eine Längstabbretterung, sage ich mal, überhaupt nicht in Frage gekommen wäre, also hätten wir so oder so die Unterkonstruktion gebaut. Damit ihr nachvollziehen könnt, was auf diesem Plan zu sehen ist, diese gezeichnete Mittelfette entspricht dieser Mittelfette. Und hier unsere Sorge. Die Innenseiten der Mittelfetten haben einen Abstand von 2,28 Meter. Durch diese ungeplant eingebaute parallele Verstrebung in der Mitte verringert sich jetzt der größte Abstand, den wir haben, auf 1,10 Meter. Unsere Bodeneinschubtreppe, wie ihr auf dem Plan sehen könnt, soll 1,20 Meter lang sein. Wir haben jetzt kein Loch mehr in dem Dachstuhl nach oben, was 1,20 Meter lang ist. Ja, deshalb erstmal die Abbretterung komplett durchziehen und dann zum Schluss das Loch von unten einsägen. Wir gehen also dahin, wo jedes gute Projekt startet. Und noch der kleine Reminder, weshalb man sich gerade bei Holzprodukten die Artikel selbst aussuchen sollte. Am ersten Tag hat es natürlich wieder heftig geregnet. Und hier seht ihr die Kosten, falls ihr das Ganze auf euer Projekt beziehen wollt. Wir haben eine Länge der Grundfläche von 12 Metern. Auf dem Weg zum Haus haben Jan und ich dann noch Wasser abgeholt. Und ich muss euch sagen, ich bin super dankbar für die ganze Unterstützung durch unsere Freunde. Und wie einfach aus einem anstrengenden Vorhaben ein richtig cooler Tag mit super Erinnerungen mit Freunden wird. Ich bin da super glücklich drüber. Vielen Dank. So weit sind wir den ersten Tag gekommen und das sind unsere
Dehnungsfugen, damit das Holz arbeiten kann. Am zweiten Tag hatten wir auch wieder Unterstützung. Solche dünnen Latten, wie wir sie benutzen, müssen auf jeden Fall vorgebohrt werden. Und tut euch einen Gefallen, besorgt euch einen zweiten Schrauber, damit ihr nicht immer zwischen dem Holzbohreraufsatz und dem Schraubbit wechseln müsst. Ich habe pro Platte auch erstmal nur 6 Schrauben verwendet und die restlichen Latten, die da drunter liegen, die noch nicht befestigt sind, auf jeden Fall angezeichnet, weil wir machen ja noch den Ausschnitt später und wer weiß, was noch so passiert. Wir haben vorerst auch eine Lücke in der Unterkonstruktion gelassen, damit wir alle Verlegeplatten nach oben bekommen und dann erst die Unterkonstruktion zu Ende gebaut. Wir haben bei der Unterkonstruktion die Latten schon so mit einem Winkel versehen, dass man die besser festschrauben kann. Bei einigen hat es aber aufgrund der Länge nicht gut gepasst. Da wollten wir die gesamte Länge von der Latte ausnutzen und deswegen haben wir noch ein, zwei Stellen, die wir jetzt noch einfach sicherheitshalber mit einem Winkel noch verstärken wollen. Einfach irgendwie so hier, damit die Verbindung da ist. Weil sonst ist der letzte Auflagepunkt da hinten. Hübsch. So, sind jetzt durch, war nicht viel da. 1. Dann war noch so einer. Hier noch. Und irgendwo hier. Und noch so einer Stoß. Ansonsten war nicht viel. Einer ist noch aufgefallen, da waren 2 Latten, die sich überschneiden quasi in der Länge, die noch nicht miteinander verschraubt waren. Das haben wir noch nachgeholt. Ansonsten ist alles so, wie wir es uns vorgestellt haben, verschraubt. Unser Bauleiter hat sich jetzt auch das Thema zur Bodeneinschubstreppe angeschaut und möchte den Zimmerer nochmal bitten, nachzuarbeiten. Danke fürs Zuschauen und ich hoffe, das Video konnte euch weiterhelfen. Ciao!